Guten Morgen. Ich habe mich entschlossen, heute ein Video direkt zu machen. Weil das steht jetzt an, weil wir werden demnächst bei der Staatsanwaltschaft alles einreichen bezüglich Ermittlung, Mord an unserem Sohn Markus. Es ist definitiv so, dass der Markus ermordet worden ist. Das habe ich mittlerweile nachher gelesen. Ich habe nach Markus seinem Tod einige Anzeigen an die Polizei geschickt. Ich habe von der Staatsanwaltschaft ein Schreiben zurückbekommen. Ich weise darauf hin, dass mein Versuch, das anzustoßen, abgeschmettert worden ist. Dazu zeige ich jetzt einfach mal das, was ich bekommen habe. Das ist das Erste. Ich hoffe, man kann es lesen. Ich werde es dann nachher nochmal anschauen. Das ist Markus am 16.02. im Park-In. Da ist Markus angekommen. Das erste Mal laut Park-In. Hat er vorher am 15., auf dem 16. Schreibt gewohnt. Hat am 16. 1000 Euro abgeholt. Es kann durchaus möglich sein, dass er da schon nicht mehr an sein Geld kam, weil er das von der Sparkasse abgeholt hat. Ergo. Er hatte eine Sparkassenkarte dabei. Er hat im Tribe mit seiner Fidor-Bankkarte bezahlt. Ergo, er hatte eine Bankkarte dabei. Er hatte ein Handy dabei. Er hat sein altes Handy entsorgt, bevor er am Flughafen ankam. Da war WhatsApp drauf. Das ist alles weg. Wir konnten ihn alle nicht mehr erreichen. Ich gehe davon aus, dass die Täter auch da interveniert haben. Also es muss schon sehr, sehr durchdacht gewesen sein, was mit Markus vorher geschehen ist, was er gar nicht überschauen konnte, dass man ihn wirklich mit irgendwas angelockt hat, businessmäßig oder irgendwas, was Markus da sowieso machen wollte. Sonst hätte das alles gar nicht funktioniert. Wir haben wirklich das Glück gehabt, dass wir noch einen Laptop hatten, was ich kriegen sollte, was bei Freunden deponiert war. Aufgrund dessen konnten wir ganz viel Daten abrufen, unter anderem auch die Arbeit, die Markus gemacht hat über das ganze Jahr 2017. Er hat sehr viel aufgebaut. Daraus geht hervor, wie viel er auch schon umgesetzt hat. Seine ganzen Ziele, er hat sogar die Ziele bis weit über 35 bis 36 Jahre, wo er da stehen will, alles akribisch aufgelistet. Diese Ordner haben wir in verschiedener Form gesichert. Das war Markus jetzt am 16. im Park-In. Hat damit ziemlich viel Geld bezahlt, ist scheinbar, also um 15 Uhr war das circa, wo er eingecheckt ist, ist sofort observiert worden. Der Security-Mensch, Herr Weiß, hat da wohl scheinbar sofort einen Anruf bekommen. Das kann man auf dem Polizeivideo alles entnehmen. Der Markus ist dann scheinbar nach Polizeibericht später am Abend untergegangen und hat um einen Zimmerwechsel gebeten. Ich überlege da gerade so 15 Uhr, checkt er ein und später am Abend, was ist das später am Abend, wie spät ist er denn runtergegangen genau? Ich will das wissen, ich will auch die Aufnahmen sehen. Ich will sehen, wann ist mein Sohn genau runtergekommen und hat um einen Zimmerwechsel gebeten. Und ich möchte wissen, warum hat er um einen Zimmerwechsel gebeten? Spät am Abend, das ist nicht Markus seine Art, also muss er was gewesen sein. Keine Ahnung, entweder Lärmquellen oder hat sie einfach aus welchen Gründen auch immer entschieden, das Zimmer zu wechseln. Wenn das jetzt damit zusammenhängt, was man uns gesagt hat, dass das Zimmer komplett gar keine Fenster hatte, also das heißt, es wird nur mit so einer Lüftungsanlage belüftet, dann hätte der Markus es an für sich sofort gewechselt. Da hat man scheinbar auch kein Handyempfang. So wie ich das aus dem Internet entnehmen konnte von Leuten, die auch eingecheckt waren in Zimmer, die keine Fenster haben, wo man kein Handyempfang hatte. Was genau ist da gelaufen? Wir haben nichts bekommen, keine Informationen. Ich nehme das nicht hin. Ich nehme das nicht hin. Das geht wirklich an die Polizei, an all die Leute, die das aufzuklären haben. Das ist also Markus am 16., was ich hier zeige, hat Markus definitiv noch ein weißes T-Shirt drunter. Als er sich nach dem Geld bückt, was ihm runtergefallen ist, sieht man deutlich das T-Shirt vorgucken.
Das heißt, unser Sohn hat Wäsche bei gehabt, was eigentlich auch zu ihm passen würde. Er hat einen Rucksack bei gehabt, was Frau Mau uns auch bei Besuch im Park-Inn bestätigt hat. Bei der Frau Mau muss der Markus am 18., vielmehr am 16., am 16. hat er bei dem jungen Mann eingecheckt. Das heißt, nach ihrer Aussage wäre Markus am 18. eingecheckt, nach Mitternacht dem Polizeibericht steht es aber am 19. eingecheckt. Wie auch immer, er muss bei der Frau Mau eingecheckt haben. Also ich möchte auch nochmal deutlich machen, dass ich den Namen Frau Mau so in etwa in Erinnerung behalten habe. Ob sie jetzt genau Frau Mau heißt, Frau Maus oder irgendwas in der Art, das ist jetzt eigentlich nebensächlich, weil das kann das Hotel gerade stellen, wie auch die Polizei. Ich bin da ganz offen, habe mich nicht dagegen gesperrt, dass man das revidiert oder das klarstellt. Da kam nichts, also bleibt es jetzt erstmal Frau Mau. Punkt. So. Das ist mein Sohn jetzt, der am 16. eingecheckt ist. Der hat ein T-Shirt drunter gehabt. Das konnte ich ganz deutlich dem Polizeibericht entnehmen, als er sich gebückt hat. Das hatte ich aber auch schon auf der Seite eingestellt, wie der Markus da ausgesehen hat. So, und jetzt kommt Folgendes, was ich ermittelt habe. Park-In. Der Markus soll angeblich vom K oben vom Technikerbereich runtergesprungen sein. Selber in den Tod gesprungen sein. Selbstmord. Völliger Blödsinn. Unser Sohn ist nicht bescheuert. Wenn der sich umbringen hätte wollen, er wäre einfach von der Rampe vom Base Flight gesprungen. Oder an der Seite des Hauses. Er wäre nicht am Technikerbereich noch geklettert. Umständlich über Rohre und was weiß ich nicht alles. Und dann irgendwie in Hanebüchern einen Sprung zu machen, da kann er auch vom K nicht so weit links gesprungen sein, dass er auf die Platten aufkommt. Völliger bescheuerter Blödsinn. Das ist das Haus hier. Man kann einfach mal im Internet das aufrufen. Man kann mich auch anschreiben. Ich kann das dann gerne zuschicken. Von Google Maps gibt es die Möglichkeit, das Haus komplett zu durchleuchten, oben nachzuschauen, zu zoomen. Kann man ganz genau schauen. Der Markus hat zudem Schreie abgesondert, hat die oder abgegeben, hat die Frau Kneller behauptet. Ich war nämlich kurz danach in Berlin und habe die Frau Kneller persönlich getroffen. Frau Kneller hat mir einiges berichtet. Unter anderem, es wären zwei Araber oben gewesen, zwei Junge. Die können es aber nicht gewesen sein, sagte sie mir, weil die neben ihr standen. Ja, so gut, so weit. Aber wo hat die Frau Kneller denn dann genau die Schreie gehört? Weil der Zeuge hat mir vor mir ausgesagt, der auf der Terrasse war, der eine große Kamera dabei hatte. Die Zeugenaussage liegt mir vor. Die werde ich auch mal detailliert abtippen. Man hat keine Schreie oben gehört. Er hat lediglich das so ein Gefühl gehabt, dass da was runtergefallen ist. Er ist also einen Schatten gesehen, was die Frau Kneller ja auch ausgesagt hat. Und ein Schrei und gleichzeitig der Aufschlag. Schreie oben hätte er nicht wahrgenommen, hätte auch niemand auf der Terrasse gesehen. Und es wären noch mindestens fünf weitere Zeugen oben gewesen. Die wären allerdings, bevor die Polizei gekommen ist, verschwunden. Das können Zeugen gewesen sein, also Menschen gewesen sein, sage ich mal. Wir müssen ja nicht Zeugen gewesen sein, die vorher schon oben waren. Die müssen aber zwangsläufig in irgendeiner Art und Weise etwas mitbekommen haben. Weil der ältere Herr war um circa 14:30 oben, Markus ist um 14 Uhr hochgefahren und ist dann eigentlich so also zwischen 2 und 3. 3 ist er ja fast schon gesprungen. 15:13 ist er aufgeschlagen, laut seiner Uhr. Muss es eigentlich faktisch, geht es gar nicht anders, als dass die Menschen, wer auch immer da war, irgendwas mitgekriegt haben müssen. Also kann unten im Flur gewesen sein. Die Treppe ist ja sehr weit. Ich glaube, da läuft man noch mal, ja, vielleicht zwei, drei Etagen hoch.
festlegen will ich mich da nicht. Ich kann da noch mal jemand was zu schreiben unter dem Video. Auf jeden Fall müssen die Leute in irgendeiner Art und Weise da irgendwas mitgekriegt haben, wenn die nicht involviert waren und vorher abgehauen sind, deswegen abgehauen sind. Das ist einfach mal eine These von mir. Es kann nicht sein, dass sie Frau Kneller Schreie hört und nicht angibt, von wo kam die Schreie denn? Kam die unten aus dem Haus? Das kann nur aus dem Haus sein, weil da hört nämlich keiner was von auf der Terrasse. Gar keiner. Ich war ja ein paar Mal da. Die Frau Kneller sitzt da in so einem kleinen Häus, so einem kleinen Bereich. Dahinter ist übrigens auch noch die Tür. Ich würde sehr gerne wissen, wo die Tür hingeht, ob die in den Technikerbereich hochgeht. Markus ist jemand, der sich komplett wehrt. Komplett, das würde ich übrigens auch machen. Also mich sollte mal einer angreifen. Das würde ich absolut auch machen. Ist mir scheißegal, ob das die Polizei oder wer auch immer mich anpackt. Mich hat keiner anzupacken und mein Sohn hat auch keiner anzupacken. Um das mal ganz klar zu sagen. Das heißt, mein Sohn muss aus dem Haus die Schreie abgegeben haben. Was waren das für Schreie? Was genau waren das für Schreie? Eine Schreie ist, kann man alles sich darunter vorstellen. Da die Frau Kneller das polizeilich nur angegeben hatte, kann sie nur die Schreie unten im Haus gehört haben, dass Markus unten verfolgt worden ist. Also das wäre dann alles noch zu klären. Jetzt komme ich zu dem Punkt, der Markus kann definitiv nicht vom Kahn gesprungen sein. Es ist eine verkommene Lüge, sage ich einfach mal. Eine richtig dreiste Lüge. Da das eine dreiste Lüge ist, hat die Polizei alles getan, das nicht im Polizeibericht aufzunehmen, gell? Das hat man mir telefonisch gesagt, ne, Herr Rieck? Sie haben mit mir darüber gesprochen, mit meinem geschiedenen Mann haben Sie nicht darüber gesprochen, obwohl Sie mit ihm kurz vorher gesprochen haben. Mir haben Sie gesagt, Markus ist vom Kahn gesprungen. Ja, Herr Rieck, jetzt frage ich Sie mal deutlich, von wo genau ist denn der Markus gesprungen? Vom Kahn kann es nämlich nicht gewesen sein. Da können Sie schon mal knicken, da haben Sie sich wahrscheinlich einen dummen Scherz erlaubt, um mich zu verwirren, um mich vorzuführen, um mich irgendwie in die Situation zu bringen, dass ich das auf der Homepage einstelle. Ja, und in irgendeiner Art und Weise als verrückt erklärt oder was auch immer Sie da geplant haben, erklärt werden soll. Ich trage nur Fakten zusammen, Herr Rieck, und ich will wissen, was ist mit meinem Sohn passiert. Der Markus hat sich nicht selber das Leben genommen. Der Markus war überhaupt nicht der Typ, der sich das Leben selber nimmt. Ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil. Der Markus ist mit Sicherheit in eine Falle gelockt worden. Was hat die Polizei damit zu tun? Ist mein Sohn schon vorher observiert worden? Ist mein Sohn vielleicht schon vorher aufgefallen? Hat mein Sohn irgendetwas bei der Polizei abgegeben, was mit den pädophilen Netzwerken zu tun hat, was er das ganze Jahr über recherchiert hat? Das frage ich jetzt die Polizei direkt. Und glauben Sie mal nicht, dass Sie mich ruhig kriegen. Glauben Sie ja nicht, dass Sie mich ruhig kriegen. Das, sage ich Ihnen ganz ehrlich, war der schlimmste Fehler, den dieser Staat mit allem, was dazu gehört, machen konnte, meinen Sohn ermorden. Das war der schlimmste Schlag. Und ich sage mal, was haben Sie eigentlich eine Wahl bei mir? Meinen Sie, mich können Sie bremsen? Einfach so? Mit Sicherheit nicht. Sie können mir und dem Vater eine Einladung schicken, dann kommen wir gerne nach Berlin und dann sagen Sie uns persönlich, was mit Markus passiert ist. Wir können dann darüber reden, ob ich das der Öffentlichkeit zuführen möchte oder nicht. Wir brauchen ja nichts aufnehmen. Sagen Sie mir, was mit meinem Sohn genau passiert ist. Ich will das wissen. Haben Sie das verstanden? Haben Sie das verstanden? Ich will es wissen und ich werde es rauskriegen. Mit aller Kraft. Sie werden mich nicht mundtot machen. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Warum auch? Ich habe vor Kriminellen noch nie Angst gehabt. Noch nie. Weil solche Leute wertschätze ich nicht. Angst kenne ich sowieso nicht und der Markus kannte die auch nicht, aber sie haben meinen Sohn das Fürchten gelernt bis zum Tod, wer auch immer das dann letztendlich ausgeführt hat. So, und jetzt möchte ich alle Zuschauer bitten, das Handy zur Seite zu legen oder den Laptop oder was auch immer. Jetzt werde ich Ihnen bitte mal zeigen, was für Bilder ich bekommen habe, wie mein Sohn ja, nicht wie mein Sohn zurückgekommen ist. Ich habe meinen Sohn ja aufgebahrt gesehen, was für Bilder ich mir angucken musste als Mutter, was mit meinem Kind passiert ist und dieser Staat tut nichts. Ich werde das jetzt klären mit dem Vater zusammen. Wir werden es bei dem
Anwalt, der mit der Sache betraut ist durch den Vater, werden wir das einreichen und ich werde einfach berichten, was danach passiert. Ich bitte jetzt alle abzuschalten. Die Trigger sind eventuell heftig. Ich als Mutter habe sie angeguckt. Viele haben die Bilder bisher noch nicht gesehen. Es haben mittlerweile zwei Menschen die Akte mit mir durchgeguckt, worüber ich sehr dankbar bin, weil ich musste die Akte angucken mit dem Obduktionsbericht, um einfach festhalten zu können, was stimmig ist, was nicht stimmig ist, was zusammenpasst. Darüber bin ich dann eben zum Ergebnis gekommen, dass der Markus auf den Platten aufgefallen ist und eigentlich ganz unmittelbar in der Nähe vom Base Flying runtergefallen sein muss. Das kann aber nicht, ist nicht gesehen worden. In dem Technikhörbereich gibt es da keine Rampen, es gibt gar nichts, wo man den entsprechenden Anlauf nehmen könnte, um die Meterzahl zu überwinden, wo Markus dann letztendlich über den Base Flying, über die Rampe unten noch, wo die Leute dann unten ankommen, darüber hinweg noch rechtzeitig aufschlagen zu können und dann 2 Meter nach rechts geschleudert ist. Das kann einfach technisch schon nicht sein. Damit ist der Selbstmord schon widerlegt. Es sei denn, die Polizei sagt mir definitiv, nee, nee, er ist genau da runtergesprungen, ist so und so gefallen, weil sie haben ja ihre ganzen Leute, die das rauskriegen können, oder? Muss ich das als Mutter leisten? Das muss ich als Mutter nicht leisten. Ich habe ganz andere Dinge zu tun. Ich habe den Schmerz zu verarbeiten, dass mein Sohn gestorben ist über eine derart grausame Situation, Sturz, Fall, Schmiss, keine Ahnung. Es ist auch denkbar, dass der Markus aus einem Fenster aus dem Panorama 37 geschmissen worden ist, weil Frau Kneller hat mir gesagt, dass der ganze Bereich Panorama 37 eine einzige Baustelle ist, Februar. Weil sie da immer alle Akten runtertragen und hochtragen oder wie auch immer musste. Irgendwann durfte sie dann einen separaten Aufzug benutzen, wie sie mir sagte, weil es anstrengend war, immer Treppen rauf, Treppen runter. Das heißt, der Panorama 37-Bereich in der 37. Etage war eine einzige Baustelle. Es ist völlig denkbar, dass aufgrund der Arbeiten irgendwie da Fenster zu öffnen sind, weil das Panorama 37 war mal die Etage, wo die High Society Partys gefeiert hat, was auch immer. Man kann da noch einige Fotos finden, was für düstere Zimmer oder Gebäude oder Gemäuer es da gab. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was da teilweise auch für Feiern gelaufen sind. Und für mich ist durchaus denkbar, dass es da interne Fenster gibt, die man mit dem Schlüssel auch öffnen kann. Also könnte es auch theoretisch möglich sein, dass der Markus irgendwie aus dem Fenster geschmissen worden ist. Aus diesem Bereich und dass man die Schreie dann bis zur Frau Kneller oben gehört hat. Alles denkbar. Also weisen Sie als Polizei nach, wo genau soll mein Sohn runtergefallen sein? Vom Car können Sie knicken, das geht gar nicht. Markus kann nicht zig Meter nach links gesprungen sein und dann nach rechts wieder abzuprallen. Das ist völliger Blödsinn. Er war ganz woanders aufgekommen, wenn er vom Car gesprungen wäre. Das kann man ganz einfach nachweisen. So, und jetzt kommt noch das Foto zum Schluss. Ich werde das jetzt hochladen. Ich hoffe, ich kriege das Video hoch, weil es etwas länger. Ich hätte auch die Anfrage, ob irgendjemand mit mir noch ein Video drehen würde. Dann würde ich denjenigen besuchen, sodass man vielleicht mal ein längeres Video hochladen kann, weil ich hätte noch sehr, sehr viel zu erzählen. Ich kann das alles gar nicht so schnell auf der Homepage einstellen. Wer weiß, wie lange ich noch die Zeit habe. Weil es zeigen sich immer mehr komische Geschichten, die mittlerweile hier laufen, wo ich mich dann frage, wie sehr sind die eigentlich schon drauf? Bei mir können sie keine Falle stellen, weil dafür bin ich viel zu clever. Aber man kann trotzdem das ein oder andere initiieren, um mich auszuschalten. Also ein paar Sachen sind schon gelaufen, aber darüber möchte ich jetzt noch nicht so sprechen. Das wissen meine Bekannten und Verwandten und Freunde. Okay, jetzt kommt das Bild. Einfach mal diejenigen, die das nicht verkraften, da liegt Markus unten nicht zugedeckt. So habe ich meinen Sohn ansehen müssen, mein geliebtes Kind, mein über alles geliebtes Kind, den ich mit großer Liebe großgezogen habe, der einen großen Freundeskreis hatte. Ja, dem man um Markus total entfremdet worden ist zum Schluss. Innerhalb von ganz kurzer Zeit hat er alle Kontakte gecancelt. Und so kam er dann, das habe ich als
Letztes von meinem Sohn bekommen letztendlich. Und ich kann Ihnen nur sagen, als ich die Bilder gesehen habe oder so, bin ich total zusammengebrochen, weinend, schreiend, einfach nur schlimm. Das wünsche ich keinem Menschen. Okay, das Bild kommt jetzt und da mache ich das Video auch auf aus. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Markus keine Socken anhatte. Ist auch ein Punkt, wie viele Punkte. Alles Liebe und danke für alle, die mich unterstützen, begleiten, auch im Internet uns alle teilen. Monika Jodald.